Leider geht's nicht vorher, auch wenn ich schon weiß, dass es geht. Ich muss Prometheus erstmal sprechen, damit ich das kann. So, jetzt hat meine Waffe halt gewissermaßen ein Upgrade gekriegt. Und das heißt, ich bin mit dieser Höhle fertig. Jetzt kann ich halt auch Gegner aus der Entfernung besiegen. Ist recht nützlich. Komm her. Vermaledeite Schlange. So. Bam. Und zurück raus aus der Höhle. Aber wir sind noch nicht fertig mit Argolis. Diese Höhle fehlt noch. So, und jetzt bin ich in der richtigen Höhle. Gut, wen haben wir hier? Um die Erde zu wecken, brauchst du eine Ocarina. Die Ocarina der Zeit. Nee. Die tut die Zeit erwecken. Hahaha. So. In Argolis sind zwei Seewege. Der eine führt nach Kreta. Okay. Der andere führt, glaube ich, nach Phrygia, aber da gibt es keinen Rückweg oder so. Gut. Sei vorsichtig, du könntest fallen in das Nest der Salamander fallen. Wieso vorsichtig? Ich bin doch immer vorsichtig. Oh. Jetzt bin ich doch tatsächlich in das Salamandernest gefallen. So ein Mist aber auch. Jetzt könnte ich doch glatt versehentlich 20 Salamander heute sammeln. Oder sterben, weil die Viecher unglaublich stark sind. Okay, ersteres trifft zu. Zweiteres trifft zu. Mist. Vor allem, da ich nicht mehr da rein wollte. Das ärgert mich schon ein bisschen. Oh mein Gott, ich sterbe in dieser Version so oft. Ich hätte es doch auf Pal zocken sollen. Aber jetzt lasse ich mich bei. Jetzt bleibe ich bei dieser Geschwindigkeit. Und wenn ich noch so oft fehle, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was zu gucken. Und das Video, das Let's Play ist nicht schon wieder nach ein paar Videos vorbei. Ah! Fledermaus! Oh Mann, der Deites Mistvieh! Könnt mich mal kreuzweise, ihr Mistviecher. Nee, ist doch wohl nicht wahr. Okay, 20 Oliven. Ich war schon so kurz davor, dass ich die Oliven habe, die ich hatte, die ich haben wollte. Aber Hauptsache, ich habe jetzt noch 4. 5. Oh, diese Fledermäuse. Mit dem NES habe ich nicht so eine große Probleme, mich mit denen zu messen. Habe ich irgendwie Salamanderhaut noch? Ja. So, die bleiben gespeichert. Gut, Fledermaus getötet und jetzt hoch hier. Danke sehr. Hallo, willkommen im Tempel von Hermes. Hermes ist gegangen, um sich mit Zeus zu, treffen. Geh raus hier. Kannst du mir nicht wenigstens noch... Nein, kann er natürlich nicht. Und das ist natürlich... Das ist eine Stelle, die ich richtig nervig finde. Hermes ist gegangen, um sich mit Zeus zu treffen. Das heißt, ich bin völlig umsonst hierher gegangen. Ich habe eine Flasche... Laconia schwimmen sehen. In Richtung Laconia schwimmen sehen. Okay. Ich komme nur mit Anlauf da hoch. Dann ist da diese nervige Fledermaus noch, ey. So.
Und jetzt rein hier. Diesmal gehe ich das richtig an. Keine Fehler. Schlangenhaut will ich unbedingt haben. Energie brauche ich. Komm schon. Okay. Ich brauche erstmal Energie. Ich muss mich einfach voll heilen. Und danach kann ich mich auch noch um die anderen Drops kümmern. Weil die Viecher sind einfach saugefährlich. Okay. Holen wir uns mal zwei. Deswegen gehe ich die immer ziemlich sicher an. Ich habe nämlich echt keine Lust, mich von denen töten zu lassen. Aber da ich sowieso irgendwann mal hier runter müsste zum Farmen, kann ich das auch gleich jetzt machen. Dann erspare ich mir das fürs nächste Mal. Außerdem lohnt es sich, hier doppelt zu farmen. Weil zum einen droppen diese Viecher ganz gut. Und zum anderen, außer den Schlangenhäuten, gibt es hier noch was anderes unten. Oh, wow. Ich muss vorsichtig sein. Jetzt halte ich keinen einzigen Hit mehr aus. Immer noch nicht. Boah, Schlangenhaut. Komm, gib mir alles. Gib mir doch einfach ein Lorbeerblatt. Was anderes will ich doch gar nicht gerade. Ich will einfach bloß nicht one-hitted werden von euch. So. Olive, naja. Dam. Schlangenhaut. Schlangenhaut. Oh, ich musste beides aufsammeln. Es ging nicht anders. Oh. Olivenblatt. Und ich bin jetzt nicht mehr One-Shot. Okay, vorsichtig. Schlangenhaut. Ja. Das ist erstmal wichtiger. Ah, oh, Mist. Die wollte ich gerade nicht aufsammeln. Das will ich aber. Okay, wunderbar. So langsam werde ich wieder voll geheilt. Ja. Okay. Yay, mehr HP. So langsam kann ich mich auch mal wieder sicherer fühlen, mehrere Viecher zu holen. Aber vorher will ich dann doch lieber auf Nummer sicher gehen. 9 Schlangen heute habe ich schon. Keine schlechte Ausbeute. Wie ich finde. Du Mistvieh. Du Mistvieh. Wow. Eine Schlange. Mal schlecht positioniert und ich bin sofort wieder down. So. Komm schon. Eine Schlangenhaut. Wunderbar. Ich bin so gut wie tot. Muss vorsichtiger sein. Okay. Ich bin tot. Scheiße. 10 Schlangen heute und 13 Oliven. Mann, oh Mann.
Wenn das so weitergeht, dann wird das ja noch richtig, richtig spaßig. Okay. Badadam, bam, bam, badadam. Dum, dum, dum. Und nochmal runter. Ich will hier unten unbedingt farmen. Auch wenn es gefährlich ist. Okay. Ich muss es vorsichtiger angehen. Boah, die sind gerade 3 Stück zusammen. Ihr seid doch wahnsinnig. Okay, eine Olive. Nichts. Nichts. Okay. Lorbeerblatt, Platsch. Oh Mann. Hahaha. Komm her. Ich weiß doch, du willst es auch. Okay. Ja. Haha. Und schon fühle ich mich wieder sicher. Und schon fühle ich wieder, wie die Schlangen heute mich umgeben. Wow. 13 Stück schon. Ich will aber eigentlich Oliven farmen. Die Schlangen heute sollten nur so nebenbei kommen. So. Da hinten. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr als 20 Schlangen heute haben. Was soll denn das? Jetzt habe ich schon 16 Stück von der Scheiße. Gebt mir Oliven, genau. Und zwar viele. Ist doch wohl nicht wahr. Wenn die Viecher erstmal auf Aggro-Modus sind, dann bin ich am Arsch. Absolut am Arsch. So. Ja, Oliven. In Hülle und Fülle. Ah ja. Schlangenhaut kann erstmal liegen bleiben. Wie gesagt, ich brauche mehr Oliven als Schlangenhäute. So, das nehme ich auch. Da, 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 da. Okay. Ist das nervig. Das Spiel an sich ist geil, aber diese Farmaktionen sind wirklich das Schlechteste am Spiel. Muss ich schon sagen. Wenn man die auch rausnehmen würde, dann wäre das Spiel super. Aber dann wäre es auch leider so kurz wie die meisten anderen. What the fuck ist denn mit der Schlange da oben los? So. Wow.
Jetzt kommt die auch noch raus da. Wow. So, hier bin ich erstmal ziemlich, habe ich erstmal eine ziemlich sichere Position zum Kämpfen. Nicht so viele Erhebungen. Ich krieg eine Macke.